Hallo Welt, da sind wir wieder hier auf einer unbekannten Raumstation. Ja, wir wissen nicht, wo wir hier sind, so richtig. Aussehen, Modifikator, jetzt ehrlich. Ha, kostet das was? Scheinbar nicht. Anpassung, Volk. Hey, das war nicht immer blau, oder, da vorne? Ah, Moment, Moment, Volk. Ah, krass. Nein, ach komm, wir müssen hier raus. Wir sehen zu viel. Wenn uns so einer begegnet irgendwo, dann... Ich werd's nicht glauben. Nee, wir gucken uns das nachher an, oder? Ja, wir gucken uns erstmal hier um. Nee, das muss ich mir nachher... Das geht jetzt nicht. Das verrät zu viel einfach. Änderungen speichern? Nein. Wir bleiben erstmal so. Der war ja gut. Hey. Waffen. Das sehe ich sofort. Ich glaube, das hat gar keinen Sinn. Wir können uns hier schöne Sachen angucken, aber sowieso nichts kaufen. Wir haben zu wenig. Und in der letzten Folge, die sagen immer das Gleiche, in der letzten Folge haben wir das schon uns vorgenommen, was die da so sagen. Nee, wir haben einfach zu wenig Nanithaufen oder wir haben nicht den richtigen Rang. Tut mir total leid. Der verkauft aber hier fortgeschrittene Minenlaser. Ja, können wir aber nicht viel machen, leider. Kampfvisier. Waffenpräzisionsverbesserung. Ach, jetzt echt. Ich frage mich gerade ernsthaft nochmal, wer sich das alles hat einfallen lassen. Das ist ja der Wahnsinn, was man hier alles machen kann. Chemiker. Das ist wohl eher nicht unser Ziel hier, oder? Unser Ziel liegt da draußen auf einmal. Ah, okay. Mögliches Notsignal. Auf dem nächsten Planeten liegt wohl unser Ziel. Hier drin gar nicht. Ja, verschlüsseltes Signal empfangen, Koordinaten aufgezeichnet. Begib dich zum Signal. Wie fies. Aber hier mit dem Chemiker sprechen wir nochmal. Die freundliche Begrüßung der elektronischen Lebensform verlangsamt sich plötzlich. Sie zapft ihre persönlichen Daten an, während sich die Lichter im Gesicht weiten und die internen Systeme abstürzen. Datenflüsse zeigen, wie sich die Energie langsam dem Ende neigt. Die Lebensform sieht mich um Hilfe bittend an und zeigt mir, mit einer einzigen langsamen und verzweifelten Bewegung auf meine gesammelten Ressourcen. Oh, Metall geben? Reines Ferrit? Ja, gut. Das war gut. Die Entität führt das Element langsam in einen Steckplatz in ihrer Hüfte ein. Sie erwacht vollständig. Ansehen bei den Korvax gestiegen, jetzt echt? Geht das nochmal? Ja, meine Präsenz hat die Lebensform etwas neugierig gemacht. Sie summt schwach, um anzudeuten, dass sie offen für nicht-elektronische Kommunikation ist. Tauschhandel 100, reines Ferrit. Ein Geschenk anbieten. Ach, das Korvax-Gehäuse, das so wertvoll ist. Ja, klar. Chemiker-Entität Taigansit nimmt mein Geschenk dankend an. Ja gut, aber es gibt ja... Vielleicht sind das gar nicht die Netten, vielleicht sind das die, die uns angegriffen haben letztens. Ich weiß ja auch nicht.
Neuer Korvax-Rang. Fokus des Interesses. Und was ist das? Ob das nochmal klappt? Kommt er sich nicht so langsam ein bisschen bestochen vor? Meine Präsenz hat die Lebensform etwas neugierig gemacht. Sie summt schwach, um anzudeuten, dass sie offen für nicht-elektronische Kommunikation ist. Tauschhandel? Tauschhandel? Was tauschen wir denn? Also 100 reines Ferrit geben wir ihm. Doch, das mag er auch. Okay, Chemiker-Entität. Taiganzit nimmt mein Angebot also an. Und gib mir dafür ein Paket, tatsächlich. Oh, 26.000, fast 27.000 Units wurden eingezahlt. Ja, aber Units sind ja hier nicht so viel wert scheinbar, oder? Mehr können wir, glaube ich, nicht. Oder geht noch was? Hi. Ja, das ist schon... Ich spüre den hellen, durchdringenden Blick der elektronischen Lebensform. Sie scheint sehr interessiert zu sein, was ich zu sagen habe. Ja, nach dem Weg fragen. Da! Chemiker, Entität. Taiganzit bietet mir eine Wegbeschreibung zu einem interessanten Ort an. Fabrik entdeckt. Uff. Ich glaube, wir sollten unser Glück sollten wir jetzt nicht hier überstrapazieren. Ja, wie schön. Die grüßen uns jetzt. Und tschüss. Ich weiß nicht, wie man grüßt, sonst haben wir nicht hier. Nee. Ich glaube nein. Na, vielleicht können wir jetzt besser Handel betreiben mit den Leuten hier. Was war denn am interessantesten? Der Handschuh, glaube ich, ganz am Anfang. Hier am Ende für das Raumschiff? Ich weiß nicht. Der war interessant, der Handschuh. Ah, hallo auch. Vielleicht ist es günstiger jetzt. Wo ist der Handschuh? Der hat ganz andere Sachen als letztens. Giftschutzmodul. Alles immer noch zu teuer? Da ist der Handschuh. Ah, jetzt bekommen wir den auch ohne Rang, aber für 80, wir haben nur 54, schade. Ja, ich glaube, dann gehen wir mal weiter. Wollen wir nicht den Anzug, wenigstens die Farbe mal ändern? Wir müssen uns ja nicht die ganzen Lebensformen da anschauen. Aber vielleicht sind das noch gar nicht alle Lebensformen. Oh, das geht nicht mehr. Wir haben es kaputt gemacht, scheinbar. Mir davon was gefällt, da bin ich mir nicht so sicher. Das war das Volk, ja. Bei der Körperform, was haben wir da? Sekundärfarbe, ach so. Und Akzentfarbe. Sehe ich nicht. Ach so, das ist das. Oh Gott, oh Gott. Oh, ich glaube, schwarz passt dann schon. Yeah.
Ich sehe schon, das ist so ein Ding, damit kann man sich auch stundenlang beschäftigen. Oh, Moment, Male, Helmtyp. Boah, krass. Irgendwie gruselig, ein wenig. Na, ich weiß ja nicht. Ich glaube, der ist noch am besten, oder? Nein. Ja, wir bleiben mal dabei. Achso, was war der 11.? Achso, das war das, ja. Ja, ja, wir bleiben dabei. Och, finde ich jetzt eigentlich auch ganz gut, so wie das war. Wir sind bei Helmtyp, oder? Kopf? Ja. Torso. Torso-Stil erstmal. Irgendwie gefällt mir das auch am besten, was wir hatten. Ganz spontan. Oder das hier. Wir waren noch nicht fertig, ich bin nur auf die falsche Taste gekommen hier an der Maus. Torso. Drehen, Kamera drehen. Ach, das ist das. Ah, nee. Das war schon, glaube ich, so, oder? Schwarz. Ja, ich glaube, so könnte man das lassen. Aber was ist denn auch so? Das habe ich noch nicht gesehen. Ja gut. Panzerung. Was ist das? Ich sehe nicht. Ach, lassen wir so. Ach so, Panzerungsstil noch. Aha. Das ist ja auch schön. Ach ja, nehmen wir das doch. Mm-hmm.
ich glaube so. Ja, so. Das passt gut. Oh. Och, da bin ich jetzt überfragt, ehrlich gesagt. Ah, weiß, ja. Ja, ich glaube, das passt. Handschuhe? Oh nein, wir haben ja nur drei Finger. Vier. Drei Finger und einen Daumen. Aha, schon besser. Auch gut? Nein. Och. Ja. Für draußen im All? Na, ich weiß nicht so recht. Entweder das hier. Oder das da. Nein, ich bin für das erste hier. Okay, Male gucken wir uns gleich an, wenn wir die Farben ein bisschen geändert haben. Und. Ach. Ja, so geht das doch. Ach so, die Male wollten wir uns nochmal angucken. Ja, ich glaube, das geht auch so. Das waren die Handschuhe. Die Beine. Okay. Na, ich weiß nicht. Nein. Sieht aus, als ob man eine Unterhose drüber gezogen hätte, oder? Ja, so vielleicht. Ach so, wir haben ja verschiedene Beinstile auch. Ach so. Dann gucken wir mal, was wir da haben. Aha. Ja, ein andermal vielleicht. Ich bin jetzt gerade nicht zu solchen Sachen aufgelegt. Ach, ja. Weiß ich jetzt nicht, dieses. Sieht ein bisschen unbequem aus. Oder meine ich das nur? Ja gut, überredet. Vielleicht das hier. Oh, Moment. Schwer zu sagen jetzt. Ja, wir rennen ja die ganze Zeit so rum und gucken uns zu, wahrscheinlich. Da muss das schon nach was aussehen. Nein. Oh, eventuell. Was war die Akzentfarbe hier? Ach so. Schwer zu sagen jetzt. Ah, ich glaube, so geht das.
Ja, so lassen wir das jetzt. Und das waren die Beine. Wo sind die Stiefel? Da sind die Stiefel. Natürlich an den Füßen. Wo denn auch sonst? Da! Perfekt. Oh, werden schnell schmutzig, glaube ich. Nein, da müssten wir das im Allgemeinen nochmal sehen. Was für einen Stil haben wir denn eigentlich? Auch interessant. Oh, ich weiß ja nicht. Vielleicht doch eher sowas Futuristisches. Ich weiß, dass sie zu einer anderen Rüstung passen, rein optisch. Und die letzten auch, die vierten. Die müsste man jetzt mal im Ganzen sehen. Krass, oder? Ja, und das letzte ist der Rucksack. Das ist ja auch nicht unwichtig. Nanu, ändert sich da überhaupt irgendwas? Was ändert sich denn da? Wir haben vielleicht nur diesen Rucksack zur Auswahl. Verstehe ich nicht, was es hier weiß. Ach da. Das kleine Ding da. Das ist ja nicht unwichtig. Wir gucken da ja doch öfter drauf. So, glaube ich, kann man das lassen. Von hinten sehen wir uns ja meistens. Okay. Naja, ein bisschen bunt ist es ja schon. Ja, aber nur ein bisschen. Ich glaube, erstmal lassen wir das so. Wir können ja jederzeit wiederkommen und das ändern. Wir wissen ja jetzt Bescheid. Giftig. Okay, sofort das Schwarz könnte weiß sein. An der Seite hier.
das Symbol. In Weiß käme es vielleicht ein bisschen besser. Ach, aber ansonsten finde ich, das geht jetzt schon. Der Helm braucht noch ein bisschen Weiß. Ja, doch, das geht so. Wir lassen das mal so. Hier geht's auch so weit runter, so tief. So, so, da haben wir also die Fabriken und was noch? Ach so, ja, und dieses andere dieses Notsignal, meine ich. Ach was, das machen wir in der nächsten Folge. Ich habe gar nicht so auf die Zeit geachtet. Diese Folge ist doch schon vorbei. Charaktererstellung. Jetzt in der, ich weiß nicht, 20. Folge oder so. 21., 22. Folge. Weiß ich jetzt nicht. So ungefähr um die 20 rum müsste das schon sein. Da haben wir endlich die Charaktererstellung gemacht. Halbwegs. Das Gesicht ja noch nicht. Aber ich glaube, das Gesicht muss auch nicht unbedingt sein. Hey, was wird erstmal, wenn wir unser Raumschiff auch noch anpassen können? Ja genau, das muss ja zu unserem Anzug passen. Optisch. Werden wir rausfinden, aber nicht mehr in dieser Folge. In dieser Folge bedanke ich mich noch für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.